There is a moment when you realize what the pain has made of you. In hiding, curled in on yourself, unable to show the world your face. Acting on instinct, lashing out, even at those closest to you. Time has passed, and time is a thief. It has stolen your memories. The agony has faded, but so has every precious moment of joy. You have been hollowed out from the inside, and there's nothing left of the person you used to be. But you try to remember how to smile. You try to remember how to love. And one day you crawl out from your hiding place and step back into the world. And then, every day, you do what you must to survive. Nanu? Nothing. Don't worry. Pretending it's not there won't make it go away. Salim, it's just turbulence. It'll settle down soon. Yes, yes, I know. It's hard, though. You know, your head tells you one thing, but your heart disagrees. Try to sleep. I couldn't. I keep imagining what might go wrong. I know someone who can help you. And who's that? Marka. Oh, I had no idea you brought him. I didn't want him to be lonely. I know, my heart. It's good for him to have an adventure, but he'll be glad when this journey's over, I think. He's had a hard life. And there's so much more to come. Oh, Alex? Yeah, him. Oh. Yasmin, get up here! Hello. Hello. Algiers. Can anyone read me? Mayday! Mayday! This is Kusom. Do you read? Hey, hold on. No. Was ist nun los? Don't forget. Don't lose it. No. No, come on. Alter. Find him. He must understand. Don't forget. It's her. It's all because of her. Focus. I am Tessie. I am still Jesse! Okay, alles klar. Ach du Scheiße. Was ist mit den Armen? Fight it. Don't give in. Alter, was? Na los, gleich haben wir es geschafft. Na los. Don't forget. Don't lose yourself. Na los. Schnell, ich krieg diesen wabernden Nebel nicht mehr weg. Alter. Na los, trink das jetzt endlich. I have laudanum. It will help, but you must try to keep calm, or it will get worse. Do not allow yourself anger. Do not allow yourself to fear. You understand me, Tassi? Na los, Tassi, du kannst das. Du schaffst das. Und rein damit.
Ach du Scheiße. What happened? Where are they all? Where's Salim? Ich hoffe, ihr habt den Flug genossen, denn wir sind jetzt in Amnesia Rebirth, dem dritten Teil der Amnesia-Reihe, und ich kann nicht glauben, dass ich das Ding spiele, weil normalerweise bin ich überhaupt nicht Horrorspiel-affin. Jeder, der mich kennt, der weiß, ich kacke mir gern mal ins Hemd. Ja. Und Kacke im Hemd ist ehrlich gesagt nicht so geil. Aber eine sehr gute Freundin von mir hat sich das gewünscht, und wer bin ich, ihr den Wunsch abzuschlagen, nach all der Retrospektive wieder in die Unweiten von Amnesia zu tauchen? Auch wenn, gewisse Elemente mir gerade schon wieder vertraut vorkamen und ich ehrlich gesagt kurz darüber überlegt habe zu sagen, ach weißt du was, die Aufnahme, die war corrupted, ich habe das Ding einfach, und ist alles abgestürzt und ging nicht mehr. Aber naja, da müssen wir wohl durch. Wir spielen Darcy, die so eine richtig geile Uhr hat, die hätte ich auch gern. Und generell sind wir wohl, ja, weiß ich auch noch nicht so richtig. Ich öffne jetzt erstmal hier den Kollegen Schnürbuch hier und ich muss mal gucken, ach so, ja gut, jetzt, haha. Text an. Darf nicht vergessen. Sie wird sterben. Finde Salim. Ja, wir suchen Salim. Darf nicht vergessen. I have Lorden. It will help. Okay, ja, das haben wir eben gehört, genau. My handwriting. I don't remember. Ich erinnere mich auch nicht. Auf jeden Fall muss ich so. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass der Flug ein wenig turbulent war. Vielleicht ein bisschen zu turbulent für mich. Das gibt auf jeden Fall eine schlechte Yelp-Bewertung. So, was haben wir hier so? Ein bisschen was zu essen. Blut auf dem Boden. Mr. Hanerji. Doktor. Oh, Mr. Ritter. Doktor. Los, komm. Dadurch. Haben's gleich. Oh Gott, Alter, was ist denn hier passiert? Das ist doch nicht erst 5 Minuten her. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ja, ich bin hier. Hello. Hello. This is Tassie. This is Dr. Mitfield. Jesus. Mr. Ritter. Salim. Is anyone there? Ja, ich bin hier. Hallo. Alter, was ist denn mit diesem Flugzeug passiert? Ist das irgendwie durch die Zeit gereist oder sowas? Please respond. Ja, ich will ja. Oh. Bringt nichts. Ja, dann gehe ich halt. We have found help. Oh, was? Broken. Was a handle, I think. Before. Ja. Salim. Was steht da? Can anyone hear? Interagiere zuerst mit der Tür oder Behältern und ziehe dann mit RS, um sie zu öffnen. Okay. A handle, 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 handle. Guck mal da. Aha. So. Easy das, siehste? Ja. Und jetzt? Jetzt bin ich auf einmal irgendwie 16 Meter größer? Okay, Gott, Alter. Ich muss mich erst wieder an diese Amnesia-Steuerung gewöhnen. Das ist so lange her und ich hab's nie mit Controller gespielt. Tatsächlich nie. Und ich spiel's nur mit Controller, weil meine Tastatur klickert. Ach du Scheiße. Alter. Help! For God's sake, help me! I remember. Was haben wir denn hier? People were. Hurt. Somebody down? In the crash, I was here. Ah, ja. I think. Where did they go? Ich habe keine Ahnung, Tess. Where is Salim? Wir finden schon Salim und so weiter. It's all right, my friend. We'll get you out. Boah, Alter, ist das kompliziert hier. Ich werde das nicht schaffen. Leute, ich habe keine Ahnung. Ich schaffe das nicht. Hey, was ist das? Ein Chocobo? Ein Final Fantasy Crossover hier? Heilige Scheiße. Gott. Oh, was ist das? Gott. Moon to fry out here. Sich direkt im Sonnenlicht auszusetzen ist keine gute Idee. Bleib lieber im Schatten. Okay, ich bin auf dem Weg. Ich renne schon so schnell ich kann. Puh, gerade so geschafft. Was haben wir hier? Wait, thank you. We have no choice. We need to get them to shelter. I know. It's Salim. He's hurt. You know what he's like. Let's get him down there, then you and I can sit on him while the doc takes a look. Don't worry. The caves aren't far. Ist da was drin? Caves.
Ja, aber in welche Richtung sind die Caves? Wenn die nicht so far sind, sind die da? Sind die in der Richtung? Don't leave the path. Okay. Ich gehe erstmal hier lang. Ich suche immer noch den Sprint. Ah, natürlich. Die L-Taste ist zum Laufen da. Salim! Ich renne so schnell ich kann in dieser Slow-Mo. Bin gleich da. Ich nehme nur hier die Matroschka-Puppe mit. Ich komme, Salim. Salim! Salim! Salim, are you there? Salim, are you there? Oh, scheiße, die Matroschka-Puppe fallen lassen. Oh, renn schneller. Los, Tassi, wir sind nicht auf dem Mond. Alter. Okay, der Skorpion war trapped. Egal, wir nehmen jetzt das Ding hier mit, weil wir können das drehen. Und da steht drauf. Warte. Moment. Hansfruit. Ja, die gute Hansfruit. Alter, ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind, ne? Ist das da die Höhle? Nein. Ist da hinten die Höhle? Wo ist die Höhle? Gib mir Questmarker. Ich brauche konventionelle Methoden. Irgendwas klappert hier. Hört sich eklig an. Das ist mein Bewusstsein. Ah, okay. Okay. Hallo? Was haben wir denn hier? But it's good, isn't it? People have been here. So, we'll be shot with salt. Instead of dying first, I get it. Leon. What? No point getting your hopes up. We're in this shit. Was war das denn? Ah ja, wir haben hier Wasser und irgendwas anderes. Okay. Hä? Oh, there is a cave. Ja. Oh, thank God. Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, das Cave. Was haben wir hier? There is Susan. Dearest Alfie, the stories don't do this place justice. It is amazing. You've never seen anywhere as busy as the market in Algiers. The smells, the flavors, the colors, and oh, the noise. I may have picked you both up a little something. You never know your luck. All my love, always. Uiuiuiui. That's a weird British accent. But that's okay, I think. So, was haben wir hier? Ja, diese Boxen, die alle nichts. Rachel Holt. Ein frischer Wind. Muss sie für die Empfehlung denken. Behalt immer den Überblick. Viel besser ich. Ach, als ich. Ja, mein Gott. Weiß auf weißer... Muss ihr etwas Zeit geben, sich mit der neuen Umgebung vertraut zu machen, aber bisher schon sehr vielversprechend. Hoffentlich ist sie auch bei zukünftigen Reisen dabei. Ja. Rachel, she organized those lectures in London, and Charlie back at the Institute recommended her. Alter, ich... Got a good head on her. I like her. No, don't you give me that look. Ich will da nicht rein, ne? Ernsthaft, Leute, ich will da nicht rein. Oh, oh Tazi. Look at the hands. Such tiny, perfect fingers. Hello. Hello, my little one. Drücke eine Taste, um fortzufahren. Okay. Wir sind jetzt tief in den Innereien des Caves. Es gibt keinen Weg zurück. Außer natürlich dadurch, durch diesen geilen Vorhang. Aber ansonsten sind wir tief gefangen. It's alright. I can manage. Come on. Not far now. It's not far now. Hello? Is anyone there? Salim! Salim? Salim! Ich bin's! Wie hieß ich noch? Tazi! Naja, der sieht ja Mensch aus. Boah, Alter, Leute, mit dem Controller, ne? Hold him more tightly, or the stitching will tear. I'm sorry. I will be still. Salim, I have you. I have you. Okay, also, ich habe diesen Verdacht, den ich ja schon am Anfang hatte. Das Flugzeug sah nicht unbedingt so aus, als wenn es gerade erst abgestürzt war. Sind wir auf der Jagd nach unseren Erinnerungen?
Wir waren ja hier. Wir haben ja scheinbar einiges erlebt. Wir wissen es nur nicht, als hätten wir eine gewisse Amnesie. Ich gucke mich hier erstmal nochmal vorsichtshalber um. Was haben wir denn da? This is us. Salim and me. I brought this here. Liebe kennt kein Gesetz. Wann war das? 1933? Oh Gott. What is it? I had something to say to you. A whole speech, something poetic, but... You don't need to say anything. I know, it's just... I never thought this would happen. Any of this. You and me, I would never have imagined... Selim, there is no one I would rather spend my time with. Really? Really? Stop worrying, I'm in love with you, you idiot. You are my heart, Desi Trianon. I said no poetry. Okay, haben wir hier vielleicht ein wenig Laudanum? Hallo, Laudanum. We met again. Leer. Leute, ich brauche Laudanum. Ist da noch was drin? Auch nicht? Da war, glaube ich, nie was drin. Ja, ist gut. Roll mal ein bisschen leiser hier. Oh. Alter, ich muss mich noch mit der Steuerung zurechtfinden. Oh, so viel Backstory, ne? James Henry Mitchell, Expeditionsleiter. Rachel Holt, Mr. Mitchells Assistentin. Alexander Melville Sterling, Sponsor der Expedition. Dr. Anton Metzier, Expeditionsarzt. Leon Devry, bergmännische Aufsicht. Jonathan Weber, Ingenieur. Anastasie Trianon, technische Zeichner. Wir sind also, Moment. Wir sind Anastasie Trianon und wir zeichnen. Dann gibt es noch Eva Ritter mit Geologin, Lukas Ritter, das Gewehr, Malik Tambura, der Führer, Salim Hanachi, ist ebenfalls ein Führer, Nicolas Masson, Pilot und Yasmin Chabani ist die Flugbegleiterin. Ich werde diese Namen alle übrigens in 3 Sekunden vergessen haben. So, wo wollten wir hin? Von Algerien nach... Ja, auf jeden Fall wollen wir da hin. Steht hinten noch was drauf? Nee. Okay. Gut, da kommen wir auch noch hin, da bin ich mir sicher. Hier hängt ja noch eine Notiz raus, guck mal. Anastasie Trianon. Tasi, ich weiß wirklich nicht, wie ich das handhaben soll. Vor Ort kommt sie bestimmt zurecht. Das ist keine besonders schwierige Reise und wir hatten schon viel schlimmere. Aber sie ist im letzten Jahr durch die Hölle gegangen. Dieser Anruf aus Paris... Sie klang so gebrochen. Am besten passe ich wohl einfach auf sie auf und versuche sie abzulenken. Ich werde Malik und Rachel bitten oder Rachael bitten, dasselbe zu tun. Salim ist auch hier. Das hilft bestimmt. Ich hoffe wirklich, dass ihr diese Reise gut tut. Dass sie langsam anfangen kann, ihre Wunden heilen zu lassen. Die Wunden von ihnen beiden. Das klingt nicht so gut. I promise I won't bring this up again, but I know this won't be easy on you. First time out again, you know? So, if you want a break, you want to get away from people, any of that, just say whatever you need. Oh no. Was ist hier passiert? What the fuck ist hier passiert? Hey! Cold. Oh shit. Salim. I'm sorry. Without Lucas, I cannot bear it. The rest of you? Oh my god. This is not Salim's fault. I am of sound mind. Eva Ritter. Ach du Scheiße. Was ist denn hier passiert, verdammt? Nee, du, da verbinde ich jetzt aber nicht mein Streichholz. Das muss ich wohl behalten. Eva, das tut mir leid. Ohne noch mehr zu lesen. Heilige Scheiße. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle so traulich und so hold, als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön.
So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Wir stolze Menschenkinder sind eitelarme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Gott, lass uns dein Heil schauen, auf nichts Vergängliches trauen, nicht Eitelkeit uns freuen. Lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Okay. Das ist dann, glaube ich, die alte heulige Biblia, ne? Ja, die heilige Schrift, die olle. Ja, dann lassen wir sie doch mal hier liegen. Huch, dann lassen wir sie doch mal da liegen. Da haben wir... Oh mein Gott, bitte nicht Salim. Nicht Salim, nicht Salim! I know him. Lukas, I think. Ja, das war Lukas. Alter, die sind alle tot. Oh, Alter, dieser Spaten, ne? Oh, dieses Laudanum. Alter. Okay. Lukas ist tot. Eva Ritter ist tot. Da hinten ist es dunkel. Was haben wir denn hier? Ich muss mich erstmal umsehen. Ein Kotzeimer. Laudanum. Alter, habt ihr alle das Laudanum aufgebraucht? Ich bin mir so sicher, ich werde es brauchen. Okay, da drüben waren wir ja schon, ne? Oder? Ne, hier waren wir noch nicht. Was haben wir denn hier? Ah ja, eine gruselige Puppe. Hallo, bist du meine Freundin? Nimmst du mich mit? Zur Hölle mit dir! So, ja, ich, oh, was zu lesen. Da ist immer was ganz Neues. Die Kolonialisierung Algeriens wurde durch die Präsenz einer nomadischen lebenden kriegerischen Urbevölkerung erschwert. Der Anfang konnte in der Region um den Tell gemacht werden, danach wurden die Berge und Hochebenen in Angriff genommen. Viele Einwanderer strömten aus Italien und Spanien ins Gebiet. Das System der Landschenkungen und Vergünstigungen zog aus Südfrankreich zahlreiche Immigranten an, die im Land Fuß fassten. Von 1904 bis 1914 wurden 206.000 Hektar Land besiedelt, 91.200 Hektar davon Schenkungen. Liest sich ein bisschen wie ein News Report, oder? Ja, wir müssen natürlich weiterlesen, weil da steht noch ein bisschen was. Huch, Minen. Das Land ist reich an Bodenschätzen, die noch nicht im großen Rahmen gefördert werden. Am häufigsten kommt Eisen vor, von dem im Jahr 1920 1.114 Tonnen... Jetzt habe ich schon Tonnen gesagt. Im Wert von 33.879.000 Francs exportiert wurden. In der Provinz Konstantin gibt es große Phosphatvorkommen. Im Jahr 1920 wurden davon 334.704 Tonnen im Wert von 18 Millionen Francs exportiert. Des Weiteren gibt es Minen für Kupfer, Zink, Blei und Antimon. Was ist denn Antimon? Ich muss dazu sagen, mit Edelmetallen kenne ich mich nicht ganz so krass aus und ich habe keine Ahnung, was Antimon ist. Während des Kriegs wurden Kohlevorkommen entdeckt und die Arbeit von britischen und amerikanischen Prospektoren in Uran lässt Ölfelder von nicht zu unterschätzender Größe vermuten. Rechte der Ureinwohner. Wie auch in anderen Teilen des französischen Kolonialreichs führte in Algerien die Unterstützung Frankreichs im Weltkrieg durch die algerischen Ureinwohner zu mehr Anerkennung der politischen Rechte eben dieser. Am 4. Februar 1919 wurde per Gesetz jenen algerischen Ureinwohnern die französische Staatsbürgerschaft verliehen, die in den französischen Streitkräften gedient hatten, Landbesitzer, Bauern oder Händler der französischen Sprache mächtig oder von Frankreich ausgezeichnet worden waren. Danke dafür! Das habe ich doch gern gelesen, auch wenn uns das wahrscheinlich keine Information whatsoever gebracht hat. Aber hey, immerhin haben wir hier was zu lesen. Das ist ja mal was ganz Neues. My darling Amanda, by now you'll know about the crash. And you'll know that our situation is a bit sticky. We're off for a walk through the desert to see if we can find a radio or a village or some other sort of help. Everyone's putting a brave face on it. But no one really knows what's going to happen. So maybe this is it. Maybe this is the last you'll hear. If it is, I'm sorry, my love. I suppose it's my fault for wanting a big adventure. I should have stayed home after all. Please tell them both that I love them. Tell Susan that she's the best girl in the world. And tell Alfie to look after his sister. Now I'm sitting here with tears in my eyes and my hands are trembling and I just don't know what to write. I don't know
how to say goodbye. I can't believe this is goodbye. I love you, my darling girl. I know in my heart we'll see each other again. Even if it's not in this life. You're Jonathan. Eieieiei, Alter, was ist denn hier passiert? Oh, mehr zu lesen. Was haben wir hier? Alex und Richard, Oktober 36. Ich finde, ihr solltet das haben. Es ist ein wirklich gutes Foto von euch. I won't stay here. There's something in the tunnels, I swear it. You won't be staying. You'll be with us, and I'll take care of you. Come here. Tja, da ist nur minimal gruselig, aber guck mal. Streichhölzer, sehr gut. Was haben wir denn hier? Was zu lesen? Projektsiaka Sanaluma Zadiola. Bergbauunternehmen Triple Crown. Anastasie Trianon. Jonathan Weber. Datum März 1937. Okay. Ich habe immer noch keinen Plan, was hier abgeht, warum hier abgeht, was hier abgeht. Und das, obwohl ich gefühlt, ja, 6 Stunden Content gelesen habe. Aber das werden wir sicherlich noch alles rausklambüstern. So, da waren wir jetzt. Jetzt haben wir das hier schon gelesen. To those who follow, I am Salim Hanachi. I crashed with the crew of the Cassandra on March 3rd, 1937. I and others were injured. We stayed while the rest of the crew went for help. My companions are dead now, and the radio is broken. I cannot wait alone. There is some sort of creature here. I must go after the crew as best I can. They followed the path through the mountain. I will leave signs. Tazi, if I do not find you, and by some chance you are reading this, know that you are my heart. Okay. Why couldn't you wait? I'll find you. I promise. Du solltest nichts versprechen, was du nicht halten kannst, Tazi. Ich meine, ich hoffe das auch, aber was ist das? Mit deinem Streichholz kannst du Lampen entzünden. Das... Hallo? Lässt du die jetzt brennen? So, kann ich jetzt... Kann ich die jetzt mitnehmen? Nö. Okay. Sehr gut. Ich habe sie angezündet, um sie wieder auszumachen. Da hinten ist es sehr dunkel. Nicht mit mir, Leute, nicht mit mir. Okay. Was ist denn? Salim? Bist nicht so laut, Mann, diese Kreatur im Tunnel, das hat dich gehört. Wir haben es 100-mal gelesen. Was ist denn hier? A note, I think. Ich glaube auch. I went to see Monsieur Esperandio at the market, but he has no more work until next week. I know that Tazi has savings, and I know that something will come, but it is hard. It is not just two of us now. I want to know that I'm keeping them safe. Leute, ist ja schön und gut, diese Note. Aber die bringt uns nicht weiter, oder wie, oder wer? Alter. Hallo? Ich auch nicht. Dann sind wir ja schon zwei. Oh. Alles gut, ich bin da, alles gut. Hier ist was zum Anzünden. Ja, zünd das an! Geht doch. Diesen Käfer. Scheiße, ey. Fuck. Ich kann jetzt nicht noch ein Streichholz nehmen, Leute. Na gut. Aber das muss auch reichen. Scheiße. In welche Richtung? In die hier? Ich habe nur so und so viele Streichhölzer, verdammt. Okay, da geht's nicht lang. Definitiv nicht da lang. Oh, Leute. Okay. Ja. Tote Zone, ein Streichholz weniger. Sehr gut.
Dann vielleicht hier. Ach, Scheiße, ey, sag mal. Okay, pass auf. Ganz ruhig. Erhöht die Angst. Du, sag mir das nicht. Das kenne ich aus dem echten Leben. Ich dachte, das schaffen wir nicht mehr. Kann ich das Ding mitnehmen? Nee. Fuck. Haben wir hier vielleicht noch Streichhölzer? Oh, guck mal. Tatsächlich. Es ist, als wenn es so sein soll. Ich traue mich auch nicht zu rufen. Hallo? Salim? Alter. An. Ich habe keine Ahnung. Hier, das können wir anzünden. Sehr gut. Geht's da hinten noch weiter? Was ist das denn? Ich will das hier nicht alles anzünden, Leute. Das bringt mich nicht weiter. Ich kann das Feuer ja auch nicht mitnehmen. Boah, Alter, ich habe nicht mal eine Laterne oder sowas. Ja, das wird ein Spiel. Ja, drücke A, um zu springen. Oder hinten ist Licht. Schnell, zünd das wieder an! Zünd das doch an! Was machst du denn? Hier war auf jeden Fall jemand, hallo? Ja. Ich gehe hier rein, Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, jetzt mache ich die Tür zu. I feel so much better in here. Ich auch. It reminds me of somewhere else. It feels a bit like the shrine at Douvre. Back home. Ja. Fühlt sich nicht für mich wie zu Hause an. Was haben wir denn hier? Heilige Mutter, erhöre mein Flehen. Ja. Das nehme ich mit. Das ist aber auch schön, ne? Dass die Leute extra hier überall Streichhölzer für uns zurücklassen. Ist genau, weiß ich auch nicht. Die Heilige Mutter sollte ein bisschen mehr Fitness machen. Der Bauch hängt schon überm Gürtel. So. Oh Mann, ich halte das hier nicht für so eine gute Idee, oder? Ganz ruhig, schön kriechen. Immer mit dem Gesicht nah am Boden bleiben. Ihr habt das auch gehört, oder? Alter, mein Controller ist schwitzig. Ganz ruhig. Nein, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich sehe da vorne was zum Anzünden. Ganz ruhig, nicht durchdrehen. Alles ist gut. What was that? Ich habe keine Ahnung. Ich will es auch nicht herausfinden. Das können wir nicht einfach wieder gehen. Wir laufen durch die Wüste. Irgendwann kommt bestimmt Zivilisation. Was haben wir hier? A letter came from Hank Mitchell. He offers her work. A journey to French Sudan. I pray that she will take it. It is what she needs. What both of us need to be away from these memories and back into the world. Salim, das bringt uns nicht weiter. Warum immer diese Notes von... Weiß ich auch nicht. Oh, scheiße, Alter. Was ist denn das hier? Ganz ruhig, Tasi. Wir haben das. Das sieht super stabil. Oh Gott. Das sieht super stabil. Mach erstmal ein Streichholz an. Ich hab doch jetzt, also du willst mir doch wohl sagen, ich hab keine Streichhölzer mehr. Ja, leck mich doch. Wo sind denn meine Streichhölzer hin? Ich hab doch eben gefühlt 40 Packungen gesammelt. Okay, dann müssen wir da so drüber. Oh, nicht nach unten gucken. Ganz vorsichtig. Ich sehe gar nichts. Haben wir doch geschafft, Tasi. Meine Hände sind so schwitzig, ne? Ja, ich kämpf gegen an. Ich kämpf gegen den Wahnsinn an. Shh, wir sind doch im Licht. Guck, da vorne brennt's, da fackelt's. Bleib doch mal ruhig jetzt. I can do this. Ja, richtig, wir schaffen das. Heilige Scheiße.
ich bin dabei. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ich bin hier. There's something. My eyes. Ja! Tassi, ich hab... What's wrong with me? Ich hab keine Ahnung. Da vorne ist Licht. Komm, nur noch da durchquetschen hier durch den Ladescreen. Na los. Was ist Ich habe keine Ahnung, wie du hingekommen bist. What did I do? Ich habe auch keine Ahnung, was du getan hast. Alles, was ich weiß, ist, dass mein Controller gleich aus der Hand flutscht. It's gone now, completely. What is this stuff? Keine Ahnung, irgendein Magnetfeld? Ach du Scheiße, ey Leute, ich habe nicht mal mehr Streichhölzer. Ganz ruhig, Tassi, wir schaffen das. Nicht wieder Panik schieben. Nicht Panik schieben. Ich schieb schon genug Panik für uns beide. Wie ist das denn? This thing on my wrist, it feels alive. Is it mine? I don't remember. Wie kann man das... Was? Wie kann man das nicht remembern? Sieht schon irgendwie ziemlich krass aus. What? Okay. Da gehe ich jetzt durch. Was schlimmstenfalls passieren? Was ist das hier? Mir auch nicht. Wanderer? Können wir in andere Welten tauchen? Was gibt's hier zu entdecken? Wisst ihr was? Ich will's gar nicht wissen, was es da zu entdecken gibt. Machen wir einfach zu. Ja, vielleicht haben wir das Spiel ja gleich durch. Ich habe ein gutes Gefühl. Ist ja auch hell und so. How are you doing? Christ's name. How could I leave him? I know. I know it makes sense, everything he said, but... But it's such stupid fucking self-sacrificing bullshit. Listen, I know Selim, and I know you. I know what you're capable of. He'll make it, and you'll get back to him even if all hell stands in your way. I'm so fucking scared, Hank. I know. Leute, ich kann keine Amnesia-Games mehr spielen. Ich bin dafür zu alt. Ich will nicht. Ich will wirklich nicht. Leute, ich... Mein Gott, ey. Oh, Ladescreen. Ha! Ich meine, was soll schlimmstenfalls passieren? Hush now, lullaby. Close your eyes, for sleep is coming. Hush now, lullaby. Papa's here, so don't you cry. Sleep well, Alice. Okay. So, Alice ist unsere Tochter oder unser Sohn? Ja, das hier, also ich bin ehrlich. Ja, da macht er jetzt nichts. Aber das hier, das löst in mir keine guten Gefühle aus. Torches. Someone's been here. Ach. Hello? Salim? Anyone? Bist du's? Alter, ich... Okay, da komme ich nicht hoch. Aber hier komme ich vielleicht mit dem Dings weiter. Oh ja, da gucke ich aber gleich.
Ich gucke erstmal, was es hier gibt. Oh, was zu lesen? Ha, Salim hat mir wieder irgendwas Unwichtiges dagelassen. I was able to meet them in the park this afternoon after talking to the factory manager at Dinar. A proud moment. Alice has learned to count to three with her blocks. Okay, unsere Tochter also. She did. She showed me. There, in the park. Scheiße, da geht's auch weiter. Ja, ich gehe da gleich gucken. Ich gehe erst hier hoch. Ich will wissen, was ich nicht weiß. Shit! Oh, das war nicht gut. Oh, das war überhaupt nicht gut. Auch so eine Scheiße. Okay, aber die Dinger leuchten. Was auch immer das ist. Komm, weißt du was? Renn. Renn, Tassi, renn! Alter, bitte, 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 ey, Leute. Nein! Eine Gabelung. Ich gabel hier lang. Okay, da geht's nicht weiter. Ich hab wie immer super, okay, jetzt geht's. Nee, da ist ein Ladescreen. Okay, ich muss zum Ladescreen. Okay, 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 okay. Ich schaff das. Ganz ruhig. Ich bin in irgendeiner Zwischenwelt. Yep. Definitiv nicht Planet Erde. Ich will gar nicht. Was ist noch hier runter? Hier lang geschlendert? Da geht's nicht weiter. Es sei denn, ich knebel mich hier so an der Seite vorbei. Alter, da geht's nicht weiter. Scheiße, und jetzt? Ja, und nu? Lass mich machen irgendwas. Die Uhr ist stehen geblieben. Alter. Mir noch nicht erzählen. Ich komme da nicht weiter. Obwohl. Ja, ein bisschen careful wäre besser. Da. Lauf, 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 lauf. Nein, nicht fallen, nicht fallen, laufen. So ist gut. Immer einen Fuß vor dem anderen setzen. So habe ich es auch gelernt. Alter, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. It's glowing again. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich will es auch nicht rausfinden. Ich will hier eigentlich nur noch weg. Also Tassi, du erlebst echt die krasseste Scheiße hier. Oh oh. Oh nein. Ich habe eine Vermutung. Oh nein. Oh nein, geh da rein. Geh da rein. Ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung, dass das Monster wahrscheinlich mit dieser Uhr irgendwie... Alter, nee. Was? 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 Was machen überhaupt unsere weltlichen Streichhölzer hier? Was ist das hier alles? In den Ruinen treiben sich die Schatten der Toten herum. Hier haben Menschen gelebt oder zumindest etwas Ähnliches. Vielleicht war das letzten Endes doch Zersura oder Eden oder eine andere Hochburg der Menschheit. Aber was auch immer dieser Ort einmal war, jetzt ist er es nicht mehr. Das müssen die Erbauer des Tors gewesen sein. Aber welches Gräuel könnte solche Zerstörung verursachen? Sicherlich kann doch nicht einmal der Schatten eine ganze Welt vernichten. Keine Spur von einem Portal. Aber auch wenn ich eines finden würde, ich habe meine einzige Kugel an den Schatten verloren. Hier im Nebel ist noch etwas. Ein Ding. Ich sehe helle Lichter, wenn es jagt, und höre seine Schreie. Ich glaube, es ist nicht lebendig. Mhm. Oh, da ist er ja. Scheiße. Ich gebe auf. Es gibt keinen Weg zurück. Es gibt auch keinen Weg vorwärts. Ich habe nach einem Portal gesucht, aber es gibt keines. Ich habe mit Louis Berechnungen die schwächsten Stellen trianguliert, aber ich kann keinen Riss erzeugen, da mir dazu ein Amulett des Reisenden fehlt.
Ich habe Brandenburgs Warnung missachtet, aber hatte ich eine Wahl? Der Schatten hat die Kugel gespürt. Ich musste alles riskieren und durch das Portal gehen. Es gibt kein Wasser oder sonstige Nahrung. Ich werde nicht mehr lange leben. Wenn du, Reisender, aus welcher Welt du auch kommen magst, wenn du verstehst und wenn du dazu in der Lage bist, mit jenen von der menschlichen Welt der Erde zu sprechen, dann lass sie Folgendes wissen. Ich war der Erste, der das Rätsel der Torerbauer gelöst hat. Ich war der erste Mensch, der die Grenzen zwischen den Welten überschritten hat. Ich, Professor Thurston Elias Herbert aus Cambridge. Ich war der Erste. Möge Gott mir vergeben. Ja, danke, du hast uns alle zum Tode verurteilt. Ich lass dazu. Ich meine, das ist Amnesia. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das Monster tötet uns oder wir rennen vor dem Monster davon. Das ist so das, was mir jetzt so einfällt. Und während wir vom Monster getötet werden oder davonlaufen, kacke ich mir ins Hemd. Um die Quote zu erfüllen, natürlich. Ich rede übrigens immer nur Stuss, wenn ich nervös bin. Weil ich keine Ahnung habe, was wir tun sollen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich laufe jetzt hier lang. Meine Uhr macht wieder mal nix. Das sind die ewigen Weiten des Nix. Da ist es so dunkel. Es ist so andersweltlich hier. Da springe ich nicht runter. Kann ich hier hochklettern? Na los, pack mit deinen Armen den verdammten Stein an und kletter da hoch. Das kann doch nicht sein. Willst du hier weg oder willst du hier nicht weg? Und jetzt, zack. Jetzt hier lang, genau, so ein bisschen durch den Stein glitschen und wir sind so tief in der Dunkelheit, dass ich nichts mehr sehe. Jetzt habe ich aus Versehen Streichholz ertastet, das ist sehr gut. Da ist das Streichholz direkt ausgegangen, das ist noch besser. Aber wir haben noch ein Streichholz. Okay, ich könnte hier drauf springen. Wenn alles gut läuft, dann sprinte ich und... Ne, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Fuck. Welche Richtung muss ich... Hier lang? Hier komme ich doch her, oder nicht? Alter, ist das so dunkel hier? Aber hier muss ich drauf, hundertprozentig. Anders wäre das nicht. Naja, vielleicht muss ich auch nicht hier drauf. Obwohl, warte mal, wenn ich jetzt... Alter. Na los, komm. Okay, keine Kollision. Da muss ich da wohl auch nicht drauf. Ich wette, ihr wisst es bereits, ne? Ihr seid schon die ganze Zeit so, ey, da vorne, mein Freund, da vorne. Geh unter der Achsel entlang. Aber da geht's nicht weiter. Ich war doch schon bei der Achsel. Oh mein Gott, ich könnte den Lampen folgen. Vielleicht bringt mich das weiter. Immer diesen... Oh. Bitte sei nur ein Portal, das in der Nähe ist. Die Tuareg nennen sie die Frau der Zelte oder unsere aller Mutter. Die Kel'Hanan, ein Einheimischer und mit den Tuareg verwandter Stamm, nennen sie die große Königin. Der Legende nach ist sie Tin'Hinan, eine Prinzessin vom Stamm der Berber, die in der Wüste eine Nahrungsquelle gefunden und den Stamm der Tuareg begründet hat. Der Grabhügel ist nach ihr benannt und ihr Körper liegt womöglich wirklich in den Ruinen gleich oben. Aber hinter diesem Bauwerk steckt noch mehr, noch so viel mehr. Die tieferen Ruinen sind offensichtlich römischen Ursprungs, wie Veya vorhergesagt hat. Dort finden wir vielleicht ein Mithräum, das von den Römern zum Schutz des von uns gesuchten Tores errichtet wurde. Welche Wunder wir darin wohl zu sehen bekommen werden. Ich habe keine Ahnung, ich will eigentlich nur nach Hause. Ich brauche keine Wunder. Es ist ein Wunder, wenn wir überleben. Das können wir dann als 8. Weltwunder ankündigen. Staubig. Okay, runter, 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 runter. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Oh, da könnten wir was anzünden. Ganz ruhig, wir haben alles. Hier, guck mal. Grünes Feuer. Grün, grün. Alter, ich sehe Scheiß, ne? Nee, ich gehe hier lang. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Okay, da geht's nicht weiter. Dann gehe ich hier lang. Ich sehe nichts. Ich sehe nicht mal die Hand vor Augen.
Uhr dreht durch. Ich glaube, wir sind in der Nähe von einem Portal. Ja, da! Das muss ein Portal sein! Ja! Oh, thank God. This looks so promising. Alter! Alter, mach mit mir nichts mehr hier. Was war denn das? Okay. Scheiße, was? Was war das? Nein, nö. Oh nein! Ganz ruhig, Jan. Ganz ruhig. Ganz ruhig, habe ich gesagt. Du weniger lernen und wirst weniger leicht entdeckt. Ich will gar nicht entdeckt werden. Ganz ruhig. Einfach hier lang. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Wir sind irgendwie in der Zwischenwelt und in unserer Welt. Das ist gut. Das ist ein Anfang. Denk dran. Irgendwas mit leuchtenden Dingern, wenn es jagt. Und wir hören es Bitte sag mir nicht, dass es das ist. Ey, das ist eine Statue, oder? Guck das nicht an, das tut dir nicht gut. What happened to them? Du willst es nicht wissen, geh einfach weiter, verdammt! Ich gehe hier lang. Ja, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Alles gut. Ganz normal hier weiter. Nichts Gruseliges. Einfach immer weiter. Das ist ein Tutorial-Gebiet. Es wird mich nicht finden, es wird mich nicht sehen. Es kann mich nicht sehen, es kann mich gar nicht finden. Ich bin ja gar nicht da. Einfach hier die Treppe hoch und schon sind wir wieder in unserer Welt, sehen Salim und Alice und müssen springen. So, und wieder ducken und springen und ducken. Ganz normal weitergehen. Hier über dieses Steinkonstrukt gewulscht. Ganz normal, nicht nach unten gucken! Es ist alles gut, Talisa. Ich, Talisa, Tisa, Tasi, ich bin da. Immer weiter in diese Richtung. Oh Mann, Alter, ich bin nicht sicher, ob wir in diese Richtung müssen. Ich glaube, wir müssen nicht in diese Richtung, oder? Oh mein Gott. Ist das da unten das Monster? Alter, ich kann nicht mehr. Oder ich kann nicht mehr. Nee, das ist nicht das Monster. Und da geht's nicht weiter. Aber wo muss ich lang? Muss ich hoch? Ein bisschen mehr Wegführung dürfte es ruhig sein in dem Spiel. Man sieht ja gar nichts. Scheiße, muss ich da runter? Komm ich hier runter? Okay, ich komme hier runter. Ducken. Hier ist irgendwie ein Licht hinter. Oh ja, da vorne ist ein Portal. Scheiße, ist es da hinten? Hier hoch. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hier lang. Ich sehe gar nichts. Ist das da hinten das Monster oder ist das ein Portal? Ey, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich bin komplett angespannt. Das ist ein Portal, oder? Ich sag dir, wenn das Viech uns sieht, dann rennen wir, als gäbe es kein Morgen. Oh, scheiße. Lass mich diese ganzen komischen Figuren durch. Ich wette, eins davon ist das Monster. Da ist es! Da ist das Monster! Lauf! Geh, was ist denn? Mach das Ding auf! Was ist passiert?
Okay. Ja, mit dir ist alles in Ordnung, Mädchen. Das ist ganz normal. I don't care about the paperwork. This is as official as I need it to be. I love you, Selim. Put the damn ring on. Oh, my heart. I will put the damn ring on. And you will wear mine. Okay. Okay. Alice im Wunderland. Natürlich. Ich kann nicht blättern. Oh, der Affe. Hatte die Taste gedrückt, um ihn zu werfen. Ich will ihn nicht werfen. Food is ready. Oh, can I see? It's not finished. Hmm. It's terrible. Absolutely terrible. Get out of here! Ja. I have to remember. Find Selim. Ich bin dabei. Was muss wohl einiges gekonnt, hä? Mein Gott, ich wäre gern so talentiert. Was haben wir hier? Ein Kompass? I was 16, I think. And I must have driven him crazy. But no curfew, no locked doors, just this compass. He said it was so I would always find my way home. I wish I'd known him better. So do I. Hey! Okay. Selim? Oh. Selim? I'm here. No. Denise, ich bin da. Ich bin da. Alice. No, no, no. Alice! Alice! Alter, was passiert hier? Was passiert hier? Was so? No. Was zum Fick ist das?